Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Herzlich willkommen zum 228. Audio-Stammtisch des Retro-Kompott. Heute mit dabei sind, man könnte fast schon sagen, wie immer, der Patrick. Ja, nur diesmal vom Handy, vom Balkon, weil ich noch was esse, aber ich bin nachher auch wieder am Rechner, dann wird die Qualität auch wieder besser. Herzlich willkommen. Dann ebenfalls mit dabei ist Tom. Ja, hallöchen auch. Und meine Wenigkeit, ich bin Christian. Genau, und Christian, ich nochmal ein Dankeschön für die Spiele, die du mitgebracht hattest am letzten Donnerstag. Ich hatte ja das Parodius nochmal weitergespielt tatsächlich. Das ist ja auf dem Super Nintendo richtig super, man kann ja ein neues Leben einstellen. Das wusste ich gar nicht, ob du das weißt. Da kann man ja viel länger spielen als mit anderen Geräten. Man sollte nicht nur das machen, man kann auch dieses blöde, den blöden Wizard ausstellen oder Blizzard oder wie das heißt. Ich weiß, wie weit du gespielt hast. Du kannst da an der einen Stelle so ein Symbol einsammeln und dann laufen alle Bonusmöglichkeiten unten durch. Und wenn du falsch drückst, dann hast du alles verloren, was du eingesammelt hast. Das ist mir zwei, dreimal passiert, ja. Genau, und das kann man nämlich auch ausstellen, kann ich nur empfehlen. Jetzt fahren von neuen Leben gut. Das ist sehr viel angenehmer, als mit drei anzufangen. Und das war ja kein Cheat, das kann man ja wirklich einstellen. Das stimmt. Mit dem Rennspiel sind wir übrigens noch nicht da gekommen, da dieses, ich habe den Namen vergessen, das fanden wir gar nicht so einfach, dieses, wo die Räder stehen bleiben und das Auto mal springt. Stunt Race FX. Genau, da kamen wir noch nicht mit klar, das ist gar nicht so einfach. Kommt mal auf das Game, Stunt Race FX. Wie meinst du das? Ja. Jetzt ist er auch wieder. Wir haben dich eben nicht akustisch komplett verstanden, Tom. Das war das S-Netz-Spiel, was wir gerade meinten. Entschuldigung. Ich meinte, das Stunt Racer FX, wie kommt man auf das Spiel? Christian, das war in einer Spielesammlung Museum. Bei, das hatte ich gestern in der Location gelassen. Ah ja, okay, einfach nur so random oder gibt es da eine Historie dazu, die über mehrere... Nein, Christian hatte Spiele bekommen privat und da er ja als Blinder logischerweise nicht alles spielen kann, hat er uns ein paar Spiele überlassen, die er entweder wohl schon hatte oder selber nicht spielen kann. Und die haben wir dann im Museum ausprobiert. Das ist die Kurzgeschichte dahinter. Ah ja, okay. Und erschreckenderweise hatten wir nicht mal ein Parodius für Super Nintendo, was echt schon peinlich ist. Mir ist auch noch aufgefallen, du bist Christian, wir haben fürs N64 zum Beispiel nicht mal Mario Party. Das ist mir auch noch mit Schrecken eingefallen. Da muss ich mich auch noch mal drum kümmern. Ich habe den Sinn und Zweck von diesem Spiel ehrlich gesagt noch nie verstanden. Was verbirgt sich dahinter? Also soweit ich weiß, ich habe es jetzt mehrfach gesehen, wie andere es spielen. Das ist eine Art Brettspiel und zwischendurch sind Minispielchen, wo man sozusagen gegen andere Minispielchen spielt und dann im Endeffekt hat das eine Aktion, Reaktion auf das Brettspiel. Das ist ein Minispiel, Minispiele mit Brettspiel. Anders kann man es nicht kurz fassen. Und das ist sehr, sehr beliebt und die Leute spielen es rauf und runter im Familienkreis oder Freundeskreis und ich habe das Spiel noch nie mit Leuten gespielt. Ich bin da komplett unbefleckt. Ich kenne es nicht. Es wird auch oft bei E-Sport-Geschichten benutzt, also bei Turnieren und sowas. Da spielen die sehr oft Mario Party. Und ich habe nie ganz verstanden, was sie da machen. Ich bin da wirklich leider, bin kein Konsolenkind. Ich weiß nicht, wie es bei Tom ist, aber N64 hatte ich nie privat. Und deswegen kenne ich auch diese Sachen nicht, weil die kann man ja auch nicht alleine spielen. Genau, das war immer das Problem. Ich habe keine Freunde, deswegen habe ich sowas nie gespielt. Ein kleiner Scherz, aber ist auch an mir vorbei, nicht so richtig, also so vorbeigegangen, ohne dass ich es mal angetestet hätte. Das ist neben Mario Kart mit das beliebteste auf dem N64 und es ist immer recht witzig, wenn Leute stundenlang darüber reden und ich immer sagen muss, ja, das mag sein, ich habe das noch nie gespielt, muss ich einmal echt mal nachholen. Ja, die Minispiele sollen auch ganz gut sein. Ist da noch jemand da oder bin ich hier irgendwie... Ja, Patrick ist ja gerade am Essen. Achso, genau. Genau, ja. Ich wollte nicht mit vollem Mund reden. Genau, das wird das Mikro heil lassen. Wir waren ja noch beim Thema Mario Party, ne? Ja. Genau, ich habe jetzt wirklich... Also, das ist wie gesagt eines der Sachen, die noch auf meiner Pile of Multiplayer-Shame-Listen, glaube ich, sind. Meistens komme ich da irgendwie nicht zu, auf Events dann das mal auszutesten, weil ich dann meistens eher meine eigenen Sachen auch präsentiere, aber vielleicht ergibt sich ja mal irgendwas in naher Zukunft. An der Pile endete
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es ja nochmal von weiter Ferne gesehen, sind ja so verschiedene Minispiele, ne? Die sollen ja auch ganz lustig sein. Kann da jemand was mehr zu sagen als ich? Ich nicht wirklich. Genau, dachte mir schon. Der Einzige, der sagen kann, der hat wahrscheinlich gerade den Mund voll. Oder auch nicht, ja. Vielleicht kommen ja noch ein paar Leute dazu, die man mal befragen kann. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe es nur gesehen, wie es andere spielen. Und das ist keine gute eigene Erfahrung. Ich habe gesehen, dass viele Spaß damit hatten. Aber das sagt ja nichts über das Spiel aus, wie ich es finde oder wie ich es spielen konnte. Ja, denke ich auch, genau. Es fragen regelmäßig Leute in der Location nach, ob wir es haben, weil die das gerne mal wieder im Multiplayer spielen wollten. Deswegen kam ich überhaupt nur drauf. Ja, muss man mal so eine Strichliste führen, ne? Welche Spiele so wie häufig angefragt werden. Ja, das machen wir auch. Nur das Problem ist, einige Spiele sind preislich jenseits von Gut und Böse. Und deswegen müssen wir mal sehr genau gucken, was macht wirklich Sinn. Aber wenn da wirklich auf Deutsch gesagt täglich Leute nachfragen, dann hat das wohl wirklich eine Bedeutung. Mario Party kenne ich auch. Also wie gesagt, als Spielname, als Spieletitel, das gab es auch später auf dem GameCube noch. Das gibt es bis hin zur Wii, soweit ich weiß sogar. Also das ist ein Titel, der immer weitergetragen wurde von Nintendo. Deswegen ist der Multiplayer-Bereich extrem wichtig. Nur ich spiele halt weder oft an Konsolen noch in Gruppen mit 4, 5 Leuten. Ja, muss immer ChatGPT irgendwie dazu bekommen, mal mitzuspielen für Solisten wie uns, ne? Naja, ich weiß nicht, ob ich mit dem spielen will. Und immer auf das Model, in das man reinlädt, ne? Das ist ja auch ein interessantes Thema, so künstliche Intelligenz in Videospielen und wie man das so authentisch rüberbringt, dass es, weil es ist ja einfach, das so zu programmieren, dass der Computer immer gewinnt. Also kommt natürlich auf das Spiel an. Ich rede jetzt nicht von Schach oder ähnlichem, aber hat sich ja auch mittlerweile erledigt durch gewisse Großrechner-Experimente. Aber jetzt bei so anderen Videospielen, wo man ja auch Spaß haben möchte und nicht gleich das Ganze in Frust umschwenkt. Und das dann auch so zu programmieren, dass das vielleicht für Beginner eher, glaube ich, da gab es sogar mal so Monkey Behavior oder sowas, bis hin zu Adults oder so. Ich weiß gar nicht mehr, da gab es, glaube ich, auch irgendwie so mal so Theorien dazu, dass man das dann weiter ausbaut, je nach Schwierigkeitsgrad auch, dass man das Gefühl hat, da ist ein echter Gegner, den man spielt. Aber das ist ja teilweise auch so angepasst, ja, dass die KI guckt, wie gut spielst du, und sich dann entweder besser stellt oder schlechter spielt tatsächlich, damit du immer das Gefühl hast, du kommst weiter im Spiel. Weil der Sinn ist ja, dass du irgendwann das Spiel zumindest schaffen kannst. Und da gibt es ja wirklich Spiele, die passen sich dem Schwierigkeitsgrad und dem Level des Spielers an. So ein adaptives Spiel, das finde ich auch ganz interessant. Genau. Das vor allem, das ist ja auch so, also ich habe das, glaube ich, mal bei Candy Crush gehört, dass das so ist. Und ich habe das auch selbst erfahren. Ich habe das mal eine Zeit lang wirklich, wenn ich viel gereist bin, unterwegs war, immer gern gespielt, in der Bahn oder im Bus. Und dann irgendwann gab es ein Level 93, das gibt verschiedene Level, ich weiß nicht mehr genau, welche das waren. Die waren dann so schwer, dass man mehrere Anläufe bräuchte. Und dann hat es immer geklappt. Und was ich ja gehört habe, ist es auch dann, dass das wohl genau das, was du gesagt hast, irgendwann merkt sich dann die KI, also das System dahinter, jetzt ist es zu schwer, jetzt lassen wir ihn doch mal weitermachen und machen das irgendwie einfacher, ne? Das ist vor allem bei App-Geschichten so. Sobald du was bezahlt hast, wird das Spiel plötzlich einfacher und du denkst, oh, das ist ja jetzt doch wieder fair und gut. Und irgendwann wird es wieder schwerer und dann wirst du wieder überzeugt, irgendwas dazu zu kaufen, damit du wieder das Gefühl hast, du kommst voran. Das ist ja genau dasselbe. Das wird ja auch mal abgeschätzt, wie lange kann ich das machen, bis der Spieler frustriert ist, beziehungsweise wie lange geht das, dass er trotzdem was bezahlt, aber gar nicht merkt, dass er es tut. Genau, also es gibt ja bei den ganzen ich sage einfach nicht Pay-to-Win, aber Pay-to-Skin sage ich immer dazu. Ja, also oder auch in den einigen offiziell Free-to-Play. Ja, genau, Free-to-Play ist es ja auch. Genau, das ist ja, Free-to-Play heißt ja dann auch nur, ne, so bis dann irgendwann mal genau der entweder Frustfaktor oder irgendwas anderes einsetzt und das ist ja auch alles teilweise so gewollt und dann eben über die ganzen Analysen und die ganzen Analytiker, die da auch im Hintergrund dabei sind. Da gibt es ja viele Game-Analytiker, die da auch an solchen Projekten arbeiten, auch im Hintergrund. Und das Ganze dann natürlich auch immer monatlich oder auch noch schneller auswerten. Finde ich immer auch sehr spannend. Eigentlich ist aus Psychologie-Sicht sehr interessant, aber auch manchmal natürlich sehr, kann das natürlich auch die dunkle Seite sein, ne? Für solche Spiele. Naja, es gibt ja ganze Studien darüber, wie man diese Spiele machen muss, damit die Leute am längsten dranbleiben, ohne das Gefühl zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Da gibt es richtig große Untersuchungen. Da haben die
in den Firmen Psychologen beschäftigt und Wissenschaftler beschäftigt, die sich nur darum kümmern, wie muss so ein Spiel aussehen, damit es lange am Markt bleibt und die Leute immer sozusagen, damit man die Leute immer bei der Stange hält. Genau, ich hatte auch mal in einem der Accelerator-Runden bei Microsoft auch eine Cyberpsychologin, die wir dann auch ab und zu mal Fragen stellen durften. Der ging es auch ziemlich gut da, weil sie war sehr, sehr gefragt, auch vor allen Dingen in dem Apps-Bereich kannte sich sehr gut aus. Und da gab es auch so ein Beispiel, glaube ich, weiß nicht, ob es von ihr kam oder von jemand anders, aber da gab es mal dieses Ninja-Spiel und da gab es irgendwie über 50 Icons, die man da getestet hat, also diese App-Icons, und dann festzustellen, welches am besten performt, in dem Sinne, dass die Leute sagen, ja, dass, also wenn man so durch die ganzen vielen Spiele-Icons im App Store durchbrowst, dass man dann sagt, hey, das sieht cool aus, das will ich spielen, ja, und dann gab es ja wohl auch so Studien, die da sagen, dass ein Charakter, also jetzt dieser Ninja, diese Figur in diesem App-Icon, das zu sehen war, mit einem offenen Mund eher ansprechend ist als mit einem geschlossenen Mund. Ne? Also solche Kleinigkeiten, aber das sieht man auch viel, ist mir wieder häufig aufgefallen. Ich schmutze immer, wenn ich dann irgendwelche anderen Bilder sehe, in Videospielen oder auch bei anderen Marketinggeschichten, dass meistens der Mund ja offen ist. Ne? Also ein bisschen zum Grinsen, aber das muss auch mal ganz gut timen, dass das dann natürlich auch entsprechend wirkt. Ne? Das nur so am Rande. Das ist ja beim Einkaufen, ist ja schon die Psychologie des Einkaufens. Welches Licht ist wie und wo und welche Sachen stehen wie und wo. Das geht ja schon seit Jahrzehnten in vielen Bereichen so. Genau, und ich bin ja leider auch, ich kriege immer diese Pinterest-E-Mails und dann habe ich ja auch für einige Arcade- und Retro-Spiele da angemeldet, vom Interesse her. Und manche sind richtig coole alte Retro-Poster, wo ich sage, hey, das sieht so cool aus und ich guck's das Spiel mal an. Und dann ist natürlich so schön Blockgrafik, aber das kennt man ja von diesem Atari, diesem Buch mit den ganzen tollen Artworks für die ganzen Spiele, die einfach das eine Bild allein verschafft ja so, es triggert Emotionen, ne? So, das könnte ein cooles Spiel sein, das könnte man da machen, bis du dann das Spiel siehst. Und natürlich damals war es noch etwas pixeliger als heute. Aber das fand ich immer ganz spannend, dass es mir immer noch heute noch ich kriege da immer noch so ein Flashback oder auch so eine Emotion, wenn ich so ein Poster sehe von irgendwelchen, also ich Raiden oder von so, weiß ich, Contra oder sonst was, ne, als Beispiel. Oder auch irgendwelchen Arcade-Spielen, die ich noch gar nicht kannte. Und dann kriegst du so ein Gefühl, ja, das könnte echt cool werden. Das ist getriggert, ja, klar. Was ja auch witzig ist, dass wir eigentlich ja seit Jahrzehnten immer die gleichen Spiele wieder neu kaufen. Wenn euch das mal aufgefallen ist, ja genauso absurd. Da gibt es irgendein Spiel, das wird dann auf jeder Konsole einmal gekauft, dann noch auf Steam gekauft, vielleicht bei GOG gekauft und nochmal auf der Switch oder wie auch immer. Das heißt, am Ende hast du dann dasselbe Spiel, was 30, 40 Jahre alt ist, wahrscheinlich schon 10 Mal gekauft, gefühlt. Ja, das bleibt leider nicht aus. Kenne ich. Hat ja aber auch eine gewisse Absurdität. Früher hat man ein Spiel einmal gekauft und dann hat man es benutzt. Und seit es digital ist, muss man es immer wieder für jedes System neu erwerben. Ich finde es auch schon traurig, dass man teilweise beim Wechsel auf eine andere Konsolengeneration sich wieder dieselben Sachen holen muss. Ja, finde ich, das ist leider so, ne? Also, ich habe jetzt allein Beat Saber, musste ich mir für jedes System, also VR-System, mal holen, weil ich das den Leuten dann immer wieder mal zeigen wollte, wie toll das doch ist. Und auch für auch so Events, wo ich das dann vorstellen wollte, dann von PlayStation bis PC, Steam-Version dann natürlich auch Quest-Version und so weiter. Also, besser, ja. Es gäbe eine Version, die sozusagen multisystemtechnisch läuft. Vielleicht ist das irgendwann mal der Trend, weil auch wenn es dann nachher wieder Dutzende verschiedene VR-Systeme oder was auch immer gibt, du kannst ja nicht für jedes System immer neu kaufen. Das ist ja doch ein bisschen nervig. Ja, ist halt auch ein Thema der App-Stores, denke ich mal. Also es ist, ich glaube, die wollen das auch gar nicht, beziehungsweise müsste man die Policy mal sich genauer anschauen. Aber jetzt zum Beispiel, ja, das Thema haben wir jetzt zum Beispiel bei Sam & Max, die VR-Version für die Quest 2. Und dann gibt es aber... Es gibt Sam & Max VR, das wusste ich gar nicht. Was ist da, wie haben die das gemacht? Das ist ein Adventure eigentlich. Das ist ein neues 3D-Adventure. Das baut auf den alten Sam & Max Point-and-Click-Adventure auf, ist aber ganz anders, weil es halt ein VR-Spiel ist. Hat nichts mit Point-and-Click zu tun. Aber man ist richtig immersiv da drin und ja, für Sam & Max-Fans auf jeden Fall, ich kenne da so ein paar, die waren da richtig hin und weg, ne?
auch mal eine Empfehlung. So für die, wenn wir schon mal im Retro-Thema sind. Ist halt ein Retro-Thema neu aufgelegt. Absolut, ja. Aber ist es ein 3D? Weil ich kenne die nur als klassische Adventure. Ja, es ist ein richtiges 3D, also so ein immersives 3D-Spiel, wo du bist auch, spielst nicht die beiden Charaktere, die sind dann sozusagen, du bist dann Teil des Ganzen, aber des Teams, glaube ich, habe es auch jetzt noch gar nicht gespielt, wenn ich ehrlich bin, ich kam noch nicht dazu. Aber es sah schon ganz lustig aus. Hast dann zwei Hände, so Cartoon-Hände, mit denen du dann auch interagieren kannst und denen helfen musst. Und da so Action-Sequenzen, wo du dann Sachen mit so einer Bazooka abfeuern musst und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Action-orientiert als Point-and-Click-Adventure-orientiert, aber in dem Sinne. Aber natürlich eine Adaption in VR, die vielleicht auch eher Sinn macht als vielleicht ein Point-and-Click-Adventure in der Form. Ne? Aber das Thema hatten wir auch schon mal besprochen. Also Point-and-Click-Adventure auf einem 2D-Flat-Screen in VR ist sowieso das Tollste überhaupt, wenn man sich das mal geben möchte. Da haben wir auch das Thema, können wir später nochmal besprechen, aber diese Woche war ja sowieso für VR und AR-Leute ziemlich heiß. Am Montag gab es das Announcement von Apple zur WWDC. Die wollen fragen, ob die auch wasserdicht ist zum Tauchen, genau. Genau, so ungefähr, ja. Und die erste offizielle, die sagen ja nichts mit dem Thema VR. Also ich glaube, einmal hat er das benannt, AR oder VR, ich weiß gar nicht. Aber sonst haben sie versucht, all diese Buzzwörter, die man ja so kennt. Das soll einen Schalter haben, der zwischen AR und VR umschaltet. Also ein das ist ein Rädchen. Ich hoffe, dass es gibt dann auch so einen Knopfmodus, weil die zeigen in den Videos zumindest, die ich gesehen habe, nur, dass es so ein Rädchen ist wie bei der Watch, der Apple Watch, dass man das so drehen kann und dadurch den so eine Überblendung von AR zu VR ermöglicht. Ne? Aber genau, es sind beide Funktionen drin. Hast du sowas zeitnah zum Testen oder musst du auch lange drauf warten? Ich meine, du entwickelst ja jetzt solche Sachen, weil das wollen ja jetzt alle testen, logischerweise. Ja, ich würde gerne auch mal testen, obwohl ich jetzt ein bisschen zwiegespalten bin, was das ganze Thema angeht. Also ich bin auf jeden Fall als ehemaliger App-Entwickler für iPhones ja auch immer sehr begeistert, weil es fühlt sich wieder an wie damals vor 15 Jahren, als ich dafür das iPhone und das erste iPhone entwickelt habe und mir dann auch ein Mac gegönnt habe und dann dafür mir die Programmiersprache beigebracht habe, die etwas umständlicher ist, sagen wir mal so, als andere damals zumindest, die Objective-C-Sprache. Und so fühlt sich das wieder an. Und es ist natürlich noch nicht perfekt, aber es genauso ist wie das erste iPhone auch nicht perfekt war. Es hatte keine Copy-and-Paste-Funktion und so weiter. Es gab viele Mängel gehabt. Es gab ja die ersten Versionen auch nicht mal die Möglichkeit auf dem iPhone, soweit ich das mitbekommen habe, dass man da selber Apps entwickeln konnte. Das war ja nur Apple vorbehalten und die haben gesagt, ihr dürft dann irgendwie Web-Apps entwickeln und dann hat irgendwann, das war glaube ich auch so eines der großen, wie soll man sagen, die große, sozusagen die, für Steve Jobs war das, glaube ich, dann ein Eingeständnis, dass er eines dieser Fails, wie man sie auch von früher kennt, dass er es falsch eingeschätzt hat, dann gesagt, okay, öffnen wir das Ganze mal doch für alle, für dritte App-Entwickler, ja, also nicht nur für Apple interne App-Entwickler. So, ich hoffe, man hört mich wieder. Ich habe zum Rechner gewechselt. Genau, auf jeden Fall. Genau, das ist halt ein spannendes Thema gerade, ne? So mal wieder so das Gefühl zu haben, da passiert wieder was Neues. Sie nennen es ja Spatial Computing. Alle anderen Buzzwörter, wie gesagt, haben sie vermieden, bewusst wahrscheinlich auch, um auch da ein bisschen sich von abzutrennen. Es ist ja nicht direkt eine Gaming-Plattform in dem Sinne. Man hat auch keine Games bisher gesehen in dem Video, zumindest am Montag. Es war ja mehr so eine schmeiß deine PCs sozusagen deine ganzen Screens oder Bildschirme und Tablets und Laptops weg und kannst das alles mit diesem einen Gerät machen, so ungefähr. Und dann ist es immer noch günstiger als das erste Brick-Handy für 4.000 US-Dollar. Ja, aber der Preis ist trotzdem hart. Oliver, heißen wir herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Und es ist hier eine Premiere, weil es ist das erste Mal, dass ich mit TeamSpeak 5 teilnehme. Und das geht besser anscheinend? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Was ist denn TeamSpeak 5? Bei mir steht TeamSpeak 3. Das ist diese ewige Beta-Version, die bei mir nie funktioniert hat. Und ich hatte ja letztens angedroht, intern, also jetzt nicht hier im Stammtisch, dass ich TeamSpeak 3 deinstallieren werde. Das habe ich auch getan.
Und ich hatte aber irgendwie so noch so als letzten Krümel hier geguckt, ob TeamSpeak 5, diese Beta-Version, funktioniert. Und die hatte jetzt ein Update und auf einmal komme ich rein. Die Qualität ist hervorragend übrigens, klangtechnisch. Das ist ja mal was. Ja, schön, dass du da bist. Auch nochmal, wir hatten es ja schon gestern gesagt, aber auch nochmal auf diesem Wege. Glückwunsch zu der tollen Aktion da von eurer Demo. Jetzt möchte ich die Details wissen. Du warst ja auf der X-Veranstaltung und jetzt brauchen wir die Augenzeugenberichte. Weil wer es noch nicht weiß, Oliver hat da ja an einer wunderbaren Demo mitgearbeitet. Und das ging ja jetzt schon wieder rauf und runter, weil die hat nämlich den ersten Platz gemacht. Und ich habe sie mir angeguckt und dann die zweite Diskette, das können wir ja gleich nochmal drüber reden, fand ich so sensationell. Da hat Oliver jetzt nicht die Grafik gemacht, aber auch die zweite Diskette fand ich sensationell schon, weil da wurden 160 Spiele auf eine Diskettenseite gepresst, wie in einem Video zum Beispiel. Plus Geos-Oberfläche. Ja, und plus Soundschnipsel, die alle original drin waren. Das war schon sensationell. Ja. Und dann gab es auch noch tolle Grafikeffekte und Schriftzüge, die ich inzwischen auch lesen kann, seitdem du sie erklärt hast bei dir auf Facebook. Ich hatte mich die ganze Zeit überlegt, was da steht, als diese eine Wolkenschriftzug, die du gemacht hast mit den Grüßen. Ja, das war bewusst so. Das sollte man nicht unbedingt lesen können. Mir ging das mehr um die Form. Ja, und wie gesagt, erzähl mal noch mal was dazu. Wie ist das entstanden? Weil das war ja anscheinend eine Mischung aus diversen Leuten aus verschiedenen Bereichen. Das war ja jetzt nicht die Gruppe, wo du die letzten Male die Demos für gemacht hast, oder? Ja, jetzt müsste ich ein bisschen mal ausholen, weil das ist jetzt ein bisschen die Frage, erzähle ich zuerst über die Party oder erzähle ich zuerst über das Demo? Erst über das Demo, weil du bist ja dann mit der Demo zur Party. Ich glaube, das ist ja die richtige zeitliche Reihenfolge. Ja, nee, also die Demo selber, die hat eigentlich eine ziemlich lange Geschichte sogar, weil angefangen hat das, ohne Quatsch, 2016. Oh mein Gott. Aber das liegt auch mehr daran, weil wir halt für 2016 damals eine Demo vorbereitet haben und da ist irgendwelcher Kram nicht fertig geworden. Und ja, die Sachen, die lagen dann halt bei mir auf der Platte und wir waren eigentlich so als Team drauf und dran, da so hin und wieder mal irgendwelche Parts zu machen. Ich selber noch nicht so, weil ich eigentlich mich ja ein bisschen umorientiert habe Richtung Spiele. Das war genau die Zeit, als so Karen auch am Start war und so ein paar andere Projekte. Und es ist aber so, dass das Team, halt das Performance-Team, das ist die sind aus einer Kollaboration entstanden, ursprünglich aus ich muss mir gerade überlegen, Noisy Bunch hieß das, der eine Part, und Mitglieder von Oxyron, ehemalige, die sich da gefunden haben. Und Noisy Bunch, das sind welche, die hatten sich gefunden aus irgendwelchen Sounddemos. Das waren diejenigen, denen auch das mit zu verdanken war, dass man mittlerweile 8-Bit-Samples auf dem C64 abspielen kann und auch über alle Kanäle und hast du nicht gesehen. Und die hatten 2016 halt eine erste Demo und aus der waren halt noch so Fragmente über und dann wurde da schon einiges gemacht. Da war noch nichts in irgendeiner Form von diesen super spektakulären Sachen dabei. Jedenfalls lief das dann so weiter und eigentlich gab es sogar noch mal einen Schwenk, weil zwischenzeitlich war die Überlegung daraus, vielleicht sogar eine Oxyron-Demo zu machen, weil die hatten halt ein Jubiläum am Start, nur das hat sich dann zerschlagen. Nichtsdestotrotz, da waren schon ein paar mehr Parts schon beieinander. Und ja, dann stand das Thema mit der X an. Und die X, die wurde damals eigentlich geplant für 2020, verschob sich dann aber jährlich wegen der Pandemie. Wurde also mehrfach abgesagt. Und nur während der Zeit reifte halt diese Demo immer weiter. Und das war nicht alles, es kamen auch immer mehr Leute dazu. Und irgendwann war das dann so, dass bestimmte Parts so ein Eigenleben entwickeln. Insbesondere dieser, den du da erwähnt hast mit der zweiten Diskettenseite. Weil dann fing nämlich an der Mahoney an, ich weiß nicht, ob das so Speicherdumps waren. Es waren auf jeden Fall sehr reduzierte Dumps von Spielen. Lass uns einmal kurz erklären, wie das aussieht, weil das versteht man, glaube ich, sonst gar nicht. Du guckst dir die Demo an und denkst, es ist ein Videofilm, wo aus jedem Spiel 5 Sekunden abgefilmt worden sind mit Ton und Sound. Und das nacheinander ohne Ladezeiten gefühlt. Ja, genau. Und das ist ja kein Videofilm, es ist von der C64-Diskette. Ich habe es ja nicht geglaubt, ich dachte, das war ein Fake. Ich habe es in ein Original C64 reingesteckt, die Diskette. Man kann es auf dem Original C64 sich angucken. Es sieht aus, als wenn ein Film abgespielt wird mit den Video- und Sound-Samplen aus jedem Spiel. Es ist so wie diese 100 Spiele in 10-Minuten-Videos, nur in 3 Minuten, auf 3 Minuten komprimiert. Auf einer Diskette, nochmals bitte. Auf einer Diskette. Ja.
Genau. Und ja, und da, wie gesagt, da kam dann eins zum anderen und das Ding wurde immer größer und das Team wurde auch währenddessen immer größer, weil wenn du da mal die Credits nachgezählt hast, wir waren 18 Leute am Ende. Ich war irritiert, die kamen von allen Ecken und aus allen Ecken, ja. Ich hatte eine Sache nicht ganz verstanden, waren die Disketten, kommt da irgendwann eine Aufforderung zum Diskettenwechsel oder war ich so ungeduldig bei jeder Diskette oder muss man die einzeln einladen? Es kam bei jeder Diskette eine Aufforderung zum Diskettenwechsel, also okay, auf der ersten Seite. Also auf der ersten Seite kommen ja eine Reihe von Parts, da ist auch so mit meinem größter Part auch mit dabei, ich habe halt einen Gruß mit Grüßen, eine Weltkarte, die in einem Affenzahn da durchscrollt. Übrigens möchte ich dazu erwähnen, dass mit der Karte und dem Scrolling, das ist gleichzeitig ein Nachweis darüber, dass rein theoretisch zumindest, dass Sonic the Hedgehog Scrolling auch ohne Roy funktionieren würde, wenn man sich in bestimmten Bereichen einschränkt. Das Ding ist nämlich genauso schnell. Die Weltkarte hatte ich auch nicht ganz verstanden, was da alles draufsteht. Das konnte ich gar nicht richtig entziffern zwischendurch. Das sind Gruppennamen, das sind Grüße. Alles klar. Das sind Grüße an alle möglichen Gruppen aus der C64-Szene, die da halt auf einer Weltkarte komplett verteilt sind und wo über eine Minute hinweg quasi diese Karte abgescrollt wird. Halt, wie gesagt, mit einem Affenzahn, weil diese Karte ist auch für C64 riesengroß. Das Bild, was da abgelaufen wird, ist 4096 mal 2048 Pixel groß. Da wird sozusagen rübergescrollt dann, ja. Ja, ne, also es ist ein 4K-Bild sozusagen nach heutigen Maßstäben. Das malst du aber dann in einem Stück und dann wird es aufgesplittet oder wie baut ihr das? Das baust du auf dem PC wahrscheinlich dann trotzdem. Das ist eigentlich ein Level-Hintergrund, was du da siehst. Mhm. Also okay. Das ist eigentlich gemacht wie ein Spiele-Hintergrund. Nee, jedenfalls, also so da am Ende ist halt auch ein Part, der eigentlich zweigeteilt ist. Der erste ist, dass da so ein Transparenzeffekt, der durch diese Technik auch erzeugt wird, sieht aber irre aus, finde ich. Also wo halt gepixelte Grafiken halt hinter grobpixelige Objekte immer hin und her wechseln, so vom, und das sieht aus, als wäre das ein Transparenzeffekt. Und das geht dann über in so eine Art Scroller, wo so ein rotierende Toren quasi aneinander prallen und im Hintergrund siehst du da zum Beispiel auch schon Turn Disk. Das ist der erste Turn-Disk-Part, der dich dazu auffordert, die Diskette zu wechseln. Der zweite Part, wo du aufgefordert wirst, die Diskette zu wechseln, kommt direkt nach diesen ganzen Spielen. Okay, da habe ich nicht lange genug gewartet wahrscheinlich. Nämlich da, wo dieses Geos ist, ne? Und da hättest du übrigens warten sollen, weil das ist nämlich ulkig. Okay, ich wollte die Sachen mir einfach angucken und es war dann am Ende, wenn du die durchlaufen lässt, die dauert ja extrem lange, die Demo, alle vier Disketten, das muss man ja zusagen. Über 20 Minuten. Eben, und ich habe nach einer Viertelstunde so dann wirklich nochmal geguckt, ich will nochmal kurz in die zweite reingucken und das hat mich ja, wie gesagt, dann am Ende wirklich umgehauen. Nee, weil da ist es so, dass da am Ende quasi nach den ganzen Spielen kommt halt dieser Geos-Part, wo der Mausfall dann halt irgendwie guckt und möchte dann weiterschauen und immer dann, wenn es auf Weiterschauen geht, bitte Diskette 3 einlegen. Ne, so vom Wegen. Und dann wuselt der dann noch so ein bisschen rum. Da ist dann da auch irgendwie so ein Icon da, wo draufsteht, hier gibt's Pornos. Dann kriegst du drauf, bitte Seite 3 einlegen. Das ist, auf der dritten Seite, da gibt's am Ende so eine kleine Sequenz rund um eine Figur, die nennt sich Mighty Hunter. Die ist so eine Art Maskottchen geworden innerhalb der C64-Szene. Und die haben wir darin halt verwurstet auch. Also an einigen Stellen kommt die vor. Der bittet sozusagen darum, nochmal in einer Sprechblase bitte die vierte Diskette einzulegen. Also du wirst jedes Mal aufgefordert, da zu wechseln. Es fiel mal auf, dass das Ganze, das meine ich jetzt nicht negativ, wirklich zusammengestückelt aussieht. Also es sind ganz verschiedene Sachen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, wurden zusammengefügt. Ne? So kann man es ja eigentlich sagen. Ja, also es ist zwar so schon so, dass das Gaming-Thema, das ist so ein bisschen übergreifend über die Demo hinweg. Allerdings ist es so, dass wir eigentlich vom Team her alle, die wir da sind, also bei uns war das letzte Mal, dass ich so eine sogenannte kohärente Demo gemacht habe, war 2012 mit Coma Light 13. Danach, alles, was danach kam, haben wir das irgendwie über einen Haufen geworfen, weil wir eigentlich wollten, so, dass jeder das macht, worauf er Bock hat, wo er meint, was halt beeindruckend wirkt. Und wie du halt merkst, so von wegen, wo wir rumwitzeln können und was halt Spaß macht, ne? Absolut. Und dann wart ihr irgendwann so weit, dass ihr gesagt habt, ihr wollt das zur X rausbringen, definitiv. Das war dann irgendwann klar. Das war schon eigentlich ein Jahr vorher klar. Das war wesentlich früher klar, weil das eigentlich so die Veranstaltung ist. Aber ihr wart doch gar nicht fertig.
vor einem Jahr. Ja, und? Aber man arbeitet ja darauf hin. Okay, ja, das war das. Stimmt, da war ja was. Das ist halt bei Demo-Projekten, dass du schon irgendwie das auf einen bestimmten Release hinarbeitest, da wo es auch vom so auch von der Wirkung her passt. Und die X, also es ist halt so die größte Veranstaltung. Es war mit Sicherheit so, dass zu irgendeinem Zwischenstand auch überlegt wurde, das vielleicht auf einer kleineren Party rauszubringen, so relativ am Anfang. Aber so wie das Ding da am Ende so quasi gewachsen ist, das musste zur X raus. Und das habt ihr dann ja auch gemacht. Und dann warst du ja auch die Tage über da. Und habt ihr damit gerechnet, gewinnen zu können? Oder ist das immer das Ziel? Oder war es einfach nur für euch wichtig, dass es jetzt auch wirklich dann rausgebracht wird? Also ernsthaft, das war den meisten, glaube ich, von uns Schiedegol. Das kann sein, dass der ein oder andere das ja vielleicht meinte. Und ich sag mal, es ist auch so, wie das Ding wirkt natürlich, dass schon klar ist, dass das relativ weit oben landen wird. Nur wenn du die anderen Demos gesehen hast von dem Wettbewerb, dann wirst du ganz schnell merken, so klar war das nicht. Weil die ersten 5 Plätze alleine, die waren alle auf dem Niveau. Und auch alle so lang und umfangreich? Oder ich, weil die anderen Sachen haben wir jetzt nicht, muss ich zugeben. Weiß ich nicht, die sind teilweise etwas kürzer. Ich glaube, so wir waren so mit die längsten. Wir haben also ein paar Parts auch so gemacht, dass man die sich lange angucken kann. Aber so an sich war das wirklich die danach kam. Der zweite Platz zum Beispiel, so das war schon, also ich habe eher damit gerechnet, also während des Wettbewerbs, dass der vorne landet. Das war halt auch ein Gaming-Thema. So ein bisschen zumindest, oder es war eingepackt halt in so eine Lebensgeschichte von jemandem, der so als jugendlicher Szener da irgendwie was tut, ne, und dann halt so ein bisschen den Verlauf so zum alten Sack, der da halt irgendwelche langweiligen Anwendungen dann irgendwie so zusammenklickt im Laufe seines Lebens, ne, und das wurde dann halt irgendwie so untermalt mit so diversen Storybits. War sehr, sehr gut gemacht. Und der dritte Platz, das war nochmal so ein Spektakel, das war hier von Sensor, die Wonderland 15 Demo, und die hat am Ende zum Beispiel so direkt so ein Rap-Part, ich weiß gar nicht, wie hieß der Künstler, Grandmaster Flash, ich weiß nicht, irgendein aus den 80ern, ein sehr bekanntes Stück, haben sie umgetextet, so auf die eigene Gruppe, so dass im Prinzip da die ganze Horde da auf der Party mitrappen könnte, wenn sie das denn wollten. Ne? Und danach kam eine Demo auf dem vierten Platz von Genesis Project, das war auch schon geschliffen bis zum geht nicht mehr. Und auf dem fünften Platz, das war eine Gruppe, die eigentlich mehr auf dem Amiga bekannt ist, Narcolor, und die haben halt auf dem C64 auch diversen Kram gemacht und auch Effekte, die sehr Amiga-artig aussahen. Und selbst die Demos, die danach kamen, waren ziemlich gut. Nur halt diese ersten 5, das waren alles welche so von wegen, mit der hättest du jeden anderen Wettbewerb gewonnen. Ja, wenn sich alle nachher auf den Wettbewerb spezialisieren, weil es der größte und wichtigste ist, dann ist der Level, ist das ein höherer Level, klar. Ja, und vor allen Dingen 5 Jahre Entwicklungszeit, ne? Stimmt. Oh Gott, ja. Das stimmt natürlich. Ich packe nochmal den Link für unsere Shownotes hier in den Chat mit rein, falls ihr da Sachen einträgt oder du auch einen Link hast zu der Demo eventuell oder zu den Veranstaltungen. Ich habe hier noch nicht den Chat gefunden. Also steht unten sind so 2 Reiter und da ist einer Stammtisch. Ich tue das da mal rein. Nein, aber nicht in TeamSpeak 5. Das sieht anders aus. Okay, aber irgendwo siehst du es vielleicht. Jetzt sehe ich es. Das ist jetzt auf der rechten Seite hier. Genau, da kannst du einfach raufklicken und dabei links, wenn du Lust hast, was eintragen, das packen wir später in die Shownotes mit rein, damit die Hörer auch vielleicht mal sich die Demo angucken können hinterher, weil es ist ja immer interessanter, sich was anzuschauen, wenn darüber geredet wurde. Da schreiben wir mal die Sachen kurz rein, was hier auch besprochen wurde. Mhm. Ihr wart dann vor Ort, wie gesagt, und da standen dann, stelle ich mir so vor, 500 Leute vor der Leinwand und haben die Demos mitgefeiert, oder? Also erstmal so, damit man so ein bisschen Einblick hat über die Veranstaltung. Also die X-Party geht wie die allermeisten Demo-Szene-Partys über 3 Tage. Der erste Tag, das ist sozusagen so die Ankunft. Da gibt es auch schon vereinzelte Wettbewerbe, aber das ist eigentlich mehr so ein Ankommen, Party machen, sich einen hinter die Binse gießen und irgendwelche Konzerte genießen, die dann halt da auch stattfinden. Da war unter anderem auch der Rain Orhand, der da gespielt hat, und auch Gerontel und und Shogun, der hat C64-Musik und Demoszene-Musik live auf Akustikgitarre gespielt.
Ich meine, der war noch nicht der Einzige. Und dann zwischenzeitlich war auch noch ein Vortrag. Beispielsweise waren hier der Martin Wendt hier, mit dem ich zusammen zum Beispiel Scarron gemacht habe, und der Peisel-Uli, der Uli Schulz, mit dem ich halt jetzt zum Beispiel das Vectrex-Spiel zurzeit gemacht habe. Und auch Mr. City hatten da einen Game Dev Talk halt veranstaltet, wo sie dann halt irgendwie so über den Ablauf gemacht haben, wie sie programmtechnisch halt damit umgehen beispielsweise. Der zweite Tag ging dann eigentlich so in einer Tour dann weiter, wurde halt viel gefeiert, und dann kamen halt diese größeren Wettbewerbe. Das eine war halt ein Musikwettbewerb, wo ich weiß gar nicht, wie viele Stücke das waren. Ich muss mal gerade gucken. Das war nämlich einen ganzen Haufen. Im Musikwettbewerb waren zum Beispiel 31 Beiträge. Alles C64 natürlich auch dann. Ja, das ist eine reine C64-Veranstaltung. Ich war nur mal zum Verständnis, weil wie gesagt, ich finde es erstaunlich, dass da so viel für da ist, dann für ein System. Finde ich toll. Ja. Und beispielsweise halt in einem Grafikwettbewerb, das waren 22 Beiträge dabei. Dann gab es noch einen Petsky-Wettbewerb, das heißt, wo man nur mit Standardzeichen, Standardtextzeichen des C64 Bilder macht. Das waren auch nochmal 18 Beiträge. Einen kleinen Wettbewerb gab es auch noch für so 4K-Wettbewerb, also so für so Mini-Dinger, da waren es halt 5 Beiträge. Und der Demo-Wettbewerb, das war nicht wenig, das waren insgesamt 24 Beiträge, die da waren. Und der Wettbewerb ging bald über 6 Stunden. Das ist verdammt lang, ja. Und abstimmen durften nur die Gäste vor Ort, oder ging das durchs Netz vorher? Nee, das war vor Ort. Wir hatten da halt so ein Intranet mit einer Intranet-Seite, wo man halt für diese ganzen Sachen da halt seine Votes eingeben konnte, so von 1 bis 10 Punkten. Wenn man nicht werten wollte, konnte man auch einzelne Beiträge einfach auslassen. Und dann wurden die Punkte quasi zusammengezählt, beziehungsweise es wurde so nach diesem 10er-System eine Durchschnittswertung halt ermittelt. Wie groß waren die Abstände am Ende? Also oben waren sie eigentlich sehr gering. Ich kann gerade mal gucken. Hier gibt es eine Übersicht auf CSDB. Bei den Demos beispielsweise, wir haben eine Durchschnittswertung gekriegt von 9.528. Und der zweite Platz hat eine Durchschnittswertung gekriegt von 9.410. Das ist nah dran, ja. Definitiv. Ja, und der dritte Platz hatte schon noch eine Wertung von 9.288. Das heißt, also, aber die danach, die sind unter 9 Punkte geworden. Und man konnte nur volle Punkte geben, nicht mit Kommas, ne? Nur volle Punkte, ja, genau. Ja, aber nur daran merkst du auch schon so von wegen, was das halt wirklich für ein Level war. Und dann die Preisverleihung, die läuft noch so mitten in der Nacht. Und am nächsten Tag, also am Sonntag, ist eigentlich dann noch Frühstück und Aufbruch. Ja, also da ist man dann so spätestens um 12 Uhr dann, dass man nach Hause fährt. Ohne viel Schlaf, aber sehr glücklich wahrscheinlich. Ja, genau. Nicht viel Schlaf schon. Ich habe mehr geschlafen als sonst auf solchen Partys, weil normalerweise habe ich auf solchen Partys im Schnitt 3 bis 5 Stunden pro gesamte Veranstaltung. Und das ist diesmal etwas besser gelaufen, weil ich nicht noch irgendwie was fertig machen musste. Aber du hattest also, in Anführungszeichen, auch nur für diese Demo-Kombo was gemacht. Du hast keine einzelnen Bilder mehr eingereicht oder sonst was, ne? Da hätte ich überhaupt gar keine Zeit für gehabt. Ich weiß ja nicht, wie lange man da die vorbereiten musste. Oder vielleicht war noch was über beim letzten Mal durch die Corona-Geschichten. Das weiß ich ja nicht. Nein, also ich habe tatsächlich hier den Tag, bevor die Party losging, hatte ich noch eine Nachtschicht gemacht, wo ich meinen Kram fertig gemacht habe und habe den quasi dem Programmierer morgens um 5 Uhr geschickt. Also da war null Zeit für irgendwas noch. Und das habt ihr dann aber, weil es fürs letzte Jahr geplant war, da war es halt noch nicht fertig. Oder habt ihr da noch mehr dann gemacht? Nein, da wurde noch mehr dran gemacht. Das Ding, das lebt. Das ist so ein bisschen, also so Demo-Entwicklung ist so ein kleines bisschen schon wie Spieleentwicklung. Das heißt, wenn man da irgendwie was sieht, das da noch nicht passt oder sonst wie, dann wird da halt auch noch weiter drum gefeilt, so lange wie es geht. Wie gesagt, können wir jedem nur empfehlen, ja, da mal reinzugucken in die Demo auf jeden Fall. Und ich fand, wie gesagt, die Grafiken fand ich toll, aber die Diskette 2, wie gesagt, die hat mich komplett verwirrt einfach. Nicht nur dich. Okay, ich war sicher, dass ich eine Diskette, Oliver, auf dem Original Westlich wieder reinschmeiße, weil ich nicht geglaubt habe. Ich habe gedacht, da muss doch der Emulator, da muss doch ein Fake sein. Ich habe es nicht geglaubt, dass das geht. Also wir haben wohl nicht so, also überhaupt allgemein die Produktion dort in der Demo-Competition. Wir hatten ja einen Stargast da anwesend auf der ganzen Veranstaltung. Das war der Rob Hubbard.
Und der war nun restlos verwirrt und war auch sogar der Meinung, wir faken das alle, weil er nämlich auch gesehen hat, dass die Wettbewerbe, das wird zwar alles auf dem C64 ausgeführt, aber die haben natürlich auch hier halt so 1541 Ultimate-Krams da so. Und die haben halt für die Veranstaltung wohl so eine Konstellation, dass sie die Sachen für die Ultimate direkt auf einem Notebook einspielen können. Die haben wohl so ein speziell angepasstes da extra für den Wettbewerb. Und das sieht Rob natürlich nach Schiebung aus, ja. Das hat Rob Hubbard gesehen und war der Meinung, wir streamen den ganzen Kram nur. Aber ihr habt es ihm dann nachgewiesen, dass das echt ist, ja? Ich glaube, da ist keiner richtig zugekommen. Es haben mehrere Leute versucht, aber irgendwie waren sie alle ein bisschen zu betrunken, um das irgendwie vernünftig klarzumachen. Ich weiß nicht, was man da so geglaubt hat, was da ist. Ja, es ist ja jetzt online, man kann die Disketten runterladen, man kann sie auf dem Originalgerät starten. Also Das ist ja damit widerlegt. Also ich hätte es auch bei, hätte ich es mir angeschaut, aber hätte ich es auch nicht geglaubt. Aber ich sag mal so, in dieser Konstellation mit dem, was wir da in der Demo machen oder das, was auch in den anderen Demos da passiert, zusammen mit diesem Diskettenersatz-Notebook. Das war schon so, das kann schon Leute verwirren, das ist wohl wahr. Ich wusste auch nicht, dass sowas geht. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie die das technisch gemacht haben bei der zweiten Diskette. Aber die Idee, ich war ja schon nah dran. Ich habe mir gedacht, die müssen da irgendwie eine Art Speicherdump gemacht haben und die aneinander gekettet haben oder sonst was. Ganz verstanden habe ich es nicht. Weil, wie gesagt, du hast es ja selber gesagt, das sieht aus wie ein Let's Play-Video. Nicht Let's Play, wie ein Best-of-Video auf YouTube, wo einfach 100 Spieler aneinander gepackt werden. Das ist ja dadurch, muss man sich ja vorstellen, das ist ja ein Bruchteil von dem Videogröße oder von der Spielegröße, weil es ja auf eine Diskettenseite raufpasst. Ja, 170K, ne? Und das sind 100 Spiele, das heißt 17K pro Spiel, pro Grafik und Musik pro Spiel, verstehe ich nicht. Noch weniger eigentlich, weil wie gesagt, da ist ja am Ende noch der Diskettenwechselpart. Also das verstehe ich nicht, wie das technisch raufgepasst hat. Ich begreife es nicht. Vor allem sind ja auch Grafiken und auch Sounds in Spielen verschieden aufbereitet, verschieden gespeichert. Das heißt, es wurde in irgendeinem Format hinkonvertiert oder abgegriffen. Ich finde das faszinierend. Ich hab's nicht. Nee, das ist kein Format so direkt. Es ist ja ganz normal Assembler-Code. Das ist nur halt wirklich aufs Nötigste begrenzt. Ne? Aber es bricht ja auch dann mittendrin ab. Also es ist ja wirklich immer nur so ein paar Sekunden. Es ist ja wie eine Art Stream. Ja, so im Prinzip schon. Also wie gesagt, wer nicht weiß, wovon wir reden, bitte angucken. Das ist ziemlich der Hammer. Tom, hast du die gesehen, die Demo? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt auch gerade erst wieder angekommen. Also wie gesagt, die lohnt sich definitiv. Ich war begeistert. Jede Diskette war irgendwie anders. Jede hatte irgendwas Besonderes. Ich guck mal gerade raus, dass ich zum ersten Mal den Link von dem Video da halt hab, dass man sich das mal angucken kann. Genau, es werden jetzt auch noch mit Sicherheit viele unserer Hörer sich anschauen wollen. Packen wir dann in die Shownotes, wenn Oliver das findet, haut er das da kurz rein, dann können wir da das gerne an euch weiterreichen. Ja, ich mache dann zwei Seiten. Ne? Ich mache es einmal hier bei uns da im Chat und dann einmal in diese Shownotes rein. In die Audio-Stammtisch-Notizen, genau. Die haben wir parallel laufen für alle, die mitmachen hier, dass wir am Ende auch die, die nicht dabei waren, wissen, um was es ungefähr ging. Genau. Und dann könnt ihr alle selber ausprobieren, dass es echt ist und kein Fake. Ich habe es ja auch nicht geglaubt. Wie gesagt, ich war ja auch skeptisch. Und es ist meine letzte Demo-Produktion. Was nicht heißt, dass du dich aus der Szene zurückziehst. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Ja. Aber Grafiken malst du ja auf jeden Fall nochmal so, auch privat. Oder machst du das auch nicht mehr? Ich will mal hoffen, dass ich jetzt so auf diese Art durch diese Entscheidung mal wieder Zeit dazu habe. Ich hatte eigentlich aufgrund dieser Projekte, weil es ist ja nicht das einzige gewesen. Nur halt die Sache ist halt die, dass bei so Demoproduktionen, du kannst dich da ja nicht so einfach rausnehmen, weil du hast es ja für ein Team hinter, da hängen Leute hinter. Ne, du hast Leute dahinter, du hast einen festen Abgabetermin und bei dem Ding so, ich bin ja zum Beispiel die letzten, ich sag mal so 5-6 Monate zu nichts gekommen. Wie lange hast du ja jetzt zeitlich dafür die einzelnen Sachen gebraucht? Weil das ist auch immer was mich interessiert. Man sieht ja dann immer am Ende nur das Ergebnis. Ach, da ist eine Grafik. Ach, da ist ein Schriftzug. Das ist natürlich Quatsch, weil ich weiß ja, wie lange du daran sitzt. Aber vielleicht magst du mal erklären, was daran der Aufwand ist. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil dadurch, dass das sich über so zig Zwischenstufen da gezogen hat, ich schätze, es waren insgesamt 8 Monate, mein Part. Wo du jeden Tag ein bisschen was gemacht hast, oder? Ja, nicht jeden Tag. Das ist, wie gesagt, das zieht sich ja schon ewig. Ne? Das ist ja, ich habe ja eigentlich einen Teil davon schon 2016 angefangen. Also kannst du gar nicht sagen, wie lange du jetzt an den Grüßen gesessen hast, an der Weltkarte? Also die Weltkarte kann ich schon sagen. Das waren 4 Monate. Ja gut, Zeit ab, aber du hast ja 4 Monate durchgängig gesessen. Das ist ja erstmal interessant. Doch.
Also ja, aber du hast ja in den 4 Monaten noch was anderes gemacht, du hast doch gearbeitet. Ja, ja, das ist richtig, aber ich habe außerhalb der Karte so über 4 Monate bald nichts anderes gemacht als diese Karte. Das ist schon Wahnsinn, weil man sieht, das sieht daher toll aus, aber ich glaube, keiner kann nachvollziehen, was da für ein Zeitaufwand drinsteckt. Also außer die Programmierer selber und die Leute, die das kennen. Aber ein normaler Zuschauer kann das wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, deswegen müsste ich mir, also ich mache jetzt zwar Programmierung, aber dann noch eher auf einem höheren Niveau, nicht falsch verstehen, immer Hochsprachen und so weiter. Würde mich auch jetzt bin ich aber doch ein bisschen neugierig. Der Link auf YouTube ist drin, du kannst es dir nebenbei schon mal angucken. Also das ist, aber sehr laut höre ich. Also, hallo, du hörst sehr blechern, aber man hört dich immerhin. Aber wir sind hier beim Stammtisch, da kann sich jeder Stück für Stück einpendeln. Das ist Sinn der Sache. Wir wollen ja hier keine High-End-Studioproduktion haben, wir wollen quatschen. Alles gut. Nur halt vielleicht mal gucken, ob da irgendwie der Ton ein bisschen runterkriegst, weil irgendwie du bist extrem laut. Du krächzt, auf Deutsch gesagt, ein bisschen, ja. Das Krächzfilter hat er eingeschaltet. Ja, manchmal ist es ja auch das Lustige, das haben wir ja ganz oft gehabt, dass die falschen Mikros dann gefunden werden bei TeamSpeak, wenn du mit Webcam und Mikro und noch in anderen Geräten dran bist, dass dann immer genau das falsche Mikro gerade aktiv ist. Das passiert auch oft genug. Ja, kenne ich. Ja, ja. Bei Windows auch. Bei Windows vor allen Dingen. Nee, das ist normal. Nee, das kann man übrigens nicht vergleichen so direkt, also so die moderne Spieleentwicklung. Ich meine, hier so bei dem Team jetzt hier, da sind jetzt nicht so nur jetzt beispielsweise ja das Sonic, was ich da mal mitgearbeitet habe, zusammen mit dem Mr. Sid. Der Mr. Sid ist halt jemand, der ist bei Guerrilla Games beispielsweise alltags und programmiert da an so Sachen wie Horizon mit der Bahn. Das, die Leute, die da mitmachen, das sind schon welche, die so im normalen Leben da auch ganz andere Sachen machen. Nur halt beim C64, das ist halt so, als wenn man irgendwie versucht, was kann man mit einem Eimer Wasser anstellen? Das ist ein gemeiner Vergleich. Ich weiß, was du meinst, aber... Nee, ja, du kannst einen Eimer Wasser einfach, du kannst ihn kochen, du kannst da irgendwie versuchen, irgendwelche Flüsse nachzubilden, du kannst es gefrieren, du kannst aus dem Eis irgendwie eine Skulptur schnitzen, du kannst irgendwie gucken, dass das, was da übrig ist, irgendwo anders wieder angepappt wird. Und die Demoszene nimmt dann noch den Staub und macht dann und betreibt damit irgendwelche Getriebe. Ich würde mir immer wünschen, dass einer mal in der Zeitreise ins Jahr 83 oder 82 zurückreist und die Sachen mit hinnimmt und sagt, guck mal, was ihr machen könntet. Das wäre so gemein. Ja. Ich meine, ich kenne das ja auch. Ich damals, wir hatten einen, der konnte sich mit Assembler aus. Und ich habe mir das auch mal kurz angeschaut, aber da bin ich dann erst hinten fast übergefallen, weil da ich überhaupt nichts verstanden damals. Wirklich wie diese grünen, diese Matrix-Bildschirmschoner, So kam mir das am Anfang vor. Deswegen habe ich mich da auch nicht mehr so angetraut. Aber Visual Basic schon eher. Aber das würde mich auch interessieren, wie man da generell mal so, jetzt wo man ja auch ein bisschen älter ist und auch dieses Retro-Feeling wieder hat, wie man auf dem C64 oder auf dem Amiga sowas denn mal codet, ne? Das, oder dann auch die ganzen Pixelbilder da reinkriegt und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es da ja auch so ein Tutorial nennen oder so, wo man sich... Es gibt eine Webseite für sowas, womit man sich zumindest als Coder mit rantasten kann. Das ist die C64 Codebase. Okay, das ist schon mal anfangen. YouTube-diverse Tutorials. Hört ihr mich jetzt gut? Sehr recht leise. Jetzt bist du kaum mehr zu hören, weil du extrem leise bist. Okay, aber wir kommen wie get into it. Ja, ein bisschen mehr noch. So ein Mittelwert zwischen den beiden bisherigen. Es ist zu leise. Wahrscheinlich gibt es nur binär, leise oder laut. Es gibt nur laut oder leise bei dem System. So, jetzt müsste es besser sein. Sehr gut, ja. Das klingt gut, ja. Ja, ich habe mir die Demo auch auf den 60C heruntergeladen. Und super Ding. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich habe es auch bei Facebook geschrieben. Ja, zum ersten Platz. Hast du die zweite Diskette verstanden beim ersten Mal angucken? Hast du begriffen, was da abgeht? Nicht wirklich. Fand es auch beim ersten Mal gucken zu lange, aber die Technik dahinter verstanden, das muss so. Ja, um das zu lange, da haben wir uns eigentlich ehrlich gesagt nicht drum geschert. Das ist nee, das ist auch, habe ich auch beim zweiten Mal gucken kapiert. Also, wo ich ein bisschen mir das genauer angeguckt habe und das muss einfach so lange sein. Das gehört so. Ja, nur es ist tatsächlich bei der Demo auch nicht unbedingt so unser Ansinnen gewesen, da irgendwie das, also es wurde schon aufs Pacing geachtet, dass die Effekte alle so schön schnell gehen und dass man die Ladezeiten nicht groß merkt oder so, aber wenn da bestimmte Sachen halt sich hinziehen, weil jemand den Scrolltext zum Beispiel komplett lesen will, dann ist er 3 Minuten damit beschäftigt. Ne? Auch sowas, also da haben wir jetzt nicht irgendwie drauf geachtet, dass das irgendwie so, wie wir
das bei anderen Produktionen gemacht haben, dass das nach 20 Sekunden gefälligst voranzugehen hat. Ja, das hat man gemerkt, aber das ist nicht schlimm, man gewöhnt sich dran. Und wie gesagt, mein KP ist, beim zweiten Mal ist ja auch eine Challenge. Wenn der Zuschauer ein bisschen gechallenged wird, finde ich das gar nicht schlimm. Was übrigens auch in der Demo ist, also gibt es tatsächlich auch so Momente, die kann man wahrscheinlich sogar nur als Programmierer würdigen wissen. Und zwar auf der vierten Diskettenseite. Am Anfang gibt es eigentlich zwei Scroller, die auf den ersten Blick total unspektakulär wirken. Der eine geht halt von rechts nach links, wo eine Grafik einfach durchgescrollt wird. Der zweite, wo halt eine Grafik in zwei Geschwindigkeiten von oben nach unten gescrollt wird. Und das Besondere an dem Part ist beispielsweise, dass dort die Grafik zwei Pixel pro Durchlauf scrollt. Das ist normalerweise bei Bitmap-Grafik auf dem C64 nicht drin, wenn man nicht den sogenannten VSP-Effekt verwendet. Und VSP, beziehungsweise die VSP-Technik, das ist so die irgendwie auf jedem zweiten C64 normalerweise abstürzt. Deswegen vermeidet man die bei Demos. Das ist quasi das erste Mal, dass man einen Scroller auf herkömmlichen Wege sieht, der doppelt so schnell ist wie von allen anderen Produktionen vorher. Sag mal bitte ungefähr bei deinem Live-Video, auf welcher so Höhe ungefähr? Ich guck mal gerade. 1945 ungefähr, da geht der los. Danke. Und wie gesagt, das sieht unspektakulär aus, weil das einfach nur so ein ganz normaler Standard-Bitmap-Scroller ist. Aber der ist tatsächlich doppelt so schnell wie alles, was es sonst so gibt in der Richtung, wenn man nicht dieses VSP benutzt. Also quasi der Endpart? Auf der letzten Diskettenseite, so quasi der erste größere Part. Der Endpart ist ja das hier mit der Bühne. Ja, genau. Ich lese hier, dass der VSP-Modus ja sogar eventuell in Extremfällen das Hardware bricken kann. Das habe ich zwar noch nie gehört, dass das irgendjemand geschafft hat, aber es ist auf jeden Fall so, dass wirklich gefühlt jeder zweite C64 damit nicht klarkommt. Ja, also meiner kommt nach 45 Minuten, dann funktioniert der VSP davor nicht. Ja, ich habe einen C64 Reloaded MK2, bei dem geht's auch. Also der ist auch VSP-safe, aber zum Beispiel alle Geräte, die ich davor hatte, nicht wirklich. Aber euer Demo lief, es kann sein, dass ich den schon länger anhatte. Ich würde mal ausprobieren, jetzt gleich, wenn ich... Nee, in der Demo gibt es kein VSP, in der gesamten Demo nicht. Ach so, okay, richtig. Das war ja jetzt dieser Scroller, war ein Beispiel quasi, dass da halt kein VSP benutzt wurde. Ja, okay. Und noch eine Sache, die man so vorher noch nie so gesehen hat, und zwar, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, diese Vektorgrafik-Sachen auf der dritten Diskettenseite, wie viele Farben die haben. Ja, ist mir aufgefallen. Das ist ohne Quatsch, das sind zwei übergelagerte Layer. Da ist ein Teil der Vektorgrafikobjekte als Sprite Layer drüber gesetzt, um dann die zusätzlichen drei Farben zu bekommen. Und das ist ein Echtzeiteffekt, da ist nichts vorberechnet. Wahnsinn. Ist, glaube ich, auch ein Rekord, oder? Also war es oft das erste Mal, dass es jemand gemacht hat, oder? Ich habe das auch noch vorher noch nie gesehen. Zumindest nicht als so klassisch Vektor. Wahnsinn. Ich frage mich jedes Mal, wo ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Weil jedes Jahr, wenn man sowas sieht, denkt man, jetzt kann doch keiner mehr eine neue Idee haben. Es kommt immer wieder was. Das verstehe ich halt nicht. Da muss doch irgendwann mal eine Grenze sein. Das war genau auch mein Gedanke. Ich habe auch nicht mehr so viel erwartet, ehrlich gesagt, vorher. Aber ich dachte, es ist ja schon recht viel Krasses gewesen. Also so viel wird nicht mehr kommen. In den letzten 20 Jahren gab es schon viel Krasses, Neues. Aber jedes Mal haut noch irgendjemand was raus. Und das finde ich unglaublich. Da muss doch irgendwann mal... eine Grenze erreicht sein. Also. Guck mal, jetzt auch die ganze Competition, jetzt der erste Platz unter der Competition waren Sachen, also da waren alle irgendwo geil. Also es ist wieder richtig krasser Wettbewerb gewesen, auf jeden Fall. Ja, das hatte ich eben schon erwähnt, weil das sind eigentlich die ersten fünf Plätze, die alle ungefähr dieses Niveau haben. Genau. Was hat das mit dem Arschloch-Dither auf sich? Kannst du das erklären? Das muss ich mir gerade nochmal angucken. Das ist Bitbreaker, der hat manchmal so etwas deftige Ausdrücke für seine Sachen. Naja, ganz ernst gemeint wird es nicht sein, aber ob es da einen Hintergrund gibt. Ich meine, ich vermute, er meint das deswegen, weil er halt hier dieses flexible Dithering macht über sieben verschiedene Farbflächen. Okay. Und auch die Effekte davor, also vor diesem, habe ich auch so noch nicht in der Art gesehen. Ist das auch neu oder sieht das nur. Welche Effekte meinst du? Kann sie jetzt nicht so genau benennen, aber direkt 3D-Sachen kommen mit dem Dithering, also mit dem Arschloch-Dither. Wie bei Amiga. Also es sind hier so ein paar Sachen drin, also die ich schon irgendwie kenne. Also eine Sache, die ich schon sehr interessant finde, obwohl direkt der Part vor den 3D-Parts. Ja, direkt vor dem 3D-Parts, müssen wir ja noch gucken. Das eine ist ja das mit dem Schatten, ne?
Moment. Also ich sag mal so, ich sag mal die Zeit 15:22 bei deinem Live-Recording-Video auf YouTube, Na Magic. Ja, das ist ja im Prinzip so ein Schatteneffekt, ja. Ich weiß nicht, wie das rein technisch funktioniert. Es ist halt so ein Stretching-Effekt halt, wo irgendwelche Line-Doubler sind. Ich vermute, dass so eine Kombination ist zwischen diesen Zeilenverschiebungseffekten, so wie wir das damals bei Coma Light 13 gemacht haben mit diesem 3D-Scroller und gleichzeitig mit einer Zeilenverschiebung. Okay. Das schätze ich mal, dass das auch ist, weil das ist auch für mich eigentlich so der Grund, warum er das hingekriegt hat, dass je nachdem mal so ein Plane-Schatten ist und teilweise ein gedisserter Schatten ist. Das mit diesem Wellenmuster, das habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen, was quasi dazwischen kommt. Genau, zwischen diesen. Das ist tatsächlich auch etwas Besonderes, weil den Hintergrund davon, den habe ich ja auch gemacht und das ist einer, der ohne Badlines läuft. Das heißt also, ich habe hier extremste Einschränkungen gehabt für den Hintergrund, was das Color-RAM angeht. Normal ist es beim C64 so, dass Multicolor-Farbe standardmäßig nur 4 Farben hat. Das hat mit den Bitmustern zu tun, wie ein Pixel dargestellt wird, weil das immer so ist, nur 0, 1, 0, 1, 0 und 1, 1. Dadurch kommen 4 Farben zustande. Und damit die so bunt sind, was man so aus verschiedenen Bildern kennt, ist es halt so, dass man in einem Raster von 4x8 Pixeln 3 Farben immer frei definieren kann und eine Farbe ist halt für den gesamten Bildschirm fest. Und bei diesem Part durfte ich halt das nur einmalig festlegen für eine Zeile. Das heißt, jede Spalte ist gleich. Das hat mit dem Effekt zu tun, wo davor irgendwelche, das sieht so aus wie Algenblätter, die da drüber gelegt sind. Das sind High-Res-Sprites, die quasi so vor sich hin wabern. Und ich habe das vorher auch noch nie gesehen in dieser Kombination. Erstens mal so mit so einem ausladenden Effekt, der eigentlich über den ganzen Bildschirm geht und überhaupt mit so einem Multicolor-Bild so im Hintergrund funktioniert. Weil normal ist halt, wie gesagt, 4 Farben. Ja. Wo ich immer noch nicht drüber hinwegkomme, ist, das gibt es seit ein paar Jahren. Das sind so diese Kombinationen mit Digimusik und gleichzeitig irgendwelchen Effekten in 50 Bildern pro Sekunde. So wie halt hier dieses hier, wo das Insomnia gecovert wurde, hier als Chiptune mit Digi-Samples. Und ja, gleichzeitig sind da im Hintergrund irgendwelche Scroller da zugange. Absolut, Wahnsinn. Das ist etwas so da komme ich bis heute noch nicht mit klar, wie sowas geht. Wie gesagt, mich haut die Größe um, weil wenn man sich das anguckt komplett, dass das auf 4 Diskettenseiten passt, also unter 800K, das ist das, was mich fasziniert am meisten eigentlich immer, dass das so platzsparend entwickelt ist. Und man weiß ja, wie groß Samples zum Beispiel sind normalerweise und ähnliches. Ja. Werden die Sachen noch irgendwie komprimiert dann, oder ist das direkt schon so programmiert, dass das so klein ist, Oliver, weißt du das? Die Sachen sind schon komprimiert. Das ist so, dass eigentlich bei den modernen Demos das Hauptsächliche, was da passiert, ist Laden. Das Gerät ist eigentlich ständig am Nachladen und parallel dazu werden halt auch konstant Daten entpackt. Also während da irgendwelche Effekte abspielen muss, gleichzeitig irgendwelche Daten entpackt werden, damit das überhaupt der 64er in der Geschwindigkeit schafft. Aber wie gesagt, es ist ja nicht wie mit vom Modul, es läuft von Diskette. Ich wiederhole das ja nochmal, das hat mich ja so geschockt. Das ist ja kein CRT-File, was irgendeine verbesserte Speicheraufteilung des Moduls nutzt. Das läuft ja wirklich in einem Originallaufwerk. Ja, so, ich werde jetzt erstmal so der Fairness halber auch mal die weiteren Platzierungen hier mal posten. Der zweite Platz ist von Bonsai und Pretzel Logic, das Demo Mojo. Die hatten den zweiten gemacht. Übrigens, die Sensor-Design-Demo, die ist nicht nur wegen der technischen Effekte interessant, sondern auch wegen den Grafiken, weil die Bilder in der Demo sind von dem gleichen Artist, der früher zum Beispiel die Grafiken gemacht hat von Echo the Dolphin. Oh, interessant. So, die ersten 5 Plätze habe ich erstmal bei uns in den Chat gepackt. Christian, bist du noch da? Ich bin auch da, ja. Hörst du dir Demos an? Hast du auch da mal dich ein bisschen gut, zumindest audiotechnisch befasst mit solchen Sachen? Nee, überhaupt nicht. Weil die sind ja auch soundtechnisch hochinteressant. Das wäre ja für dich wieder interessante Erfahrung, weil du da Sounds halt hörst auf den Geräten, die es sonst auf den Geräten teilweise nicht gibt. Also auf dem Zwestig zum Beispiel. Weil was Oliver vorhin sagte, da sind teilweise Sample-Techniken und Soundtechniken drauf, da erkennst du nicht mehr, dass es ein C60 ist. Gut, macht aber nur Sinn, glaube ich, wenn man dann auch die Original-Hardware hatte, oder? Nein.
Du kannst dir das ja auf YouTube anhören, zum Beispiel, oder halt im Emulator. Das geht ja auch. Das ist jetzt, die Faszination ist natürlich als Gesamtkunstwerk höher, wenn man es sich auf, für mich zumindest auf dem Originalgerät anhört, aber das YouTube-Video, der Ton ist ja nicht großartig anders als auf dem Originalgerät. Also hängt natürlich vom Sitchip ab, aber grundsätzlich ist das ja doch schon sehr, sehr, sehr echt. Nee, habe ich bisher nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man da jetzt groß dran käme oder wonach man da suchen soll. Die Links sind in unseren Shownotes. Und das, was Oliver mitgemacht hat, heißt Performers Next Level für den C64. Ich war auch bei soundtechnisch recht angetan davon, deswegen kam ich eben drauf. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrokompott oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, als seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrokompott.de. Bis nächste Woche!